Herzlich willkommen zum Podcast für Kreativität, Kommunikation und Haltung. Und was ihr da hört, ist nicht etwa mein Fingerspiel, sondern das ist Pivo Deinert, Musiker seines Zeichens. Und ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich ihn reinquatsche in seine wunderbare Musik, denn dies ist das Intro für diese Folge, besonders anders als sonst, wie ihr hört. Aber schöner war es nie. Und mein Name ist Dennis Aitin und das wisst ihr eigentlich schon. Ach, was schön. Herrlich. Ne? 12 Seiten. Ja. Vielen herzlichen Dank für das schönste Intro, was dieser Podcast jemals hatte. Sehr gern, sehr gern. Ich würde das gerne für weitere Folgen mal vorproduzieren. Sagt das nicht, das Budget dieses Podcasts ist überschaubar. Okay. Aber wunderschön, also schöner wirklich klang es nie, als wir begonnen haben. Normalerweise habe ich am Anfang so einen Countdown und so ein Space und sonst wie und es ist Akustik doch etwas Schöneres. Oder? Ist immer was fürs Herz. So ein bisschen. Absolut. Und aus derselben Ecke komme ich ja auch. Ich bin ja selber Gitarrist im Ruhestand, beziehungsweise also im Verhinderten. Es gab halt keine Karriere draus zu machen. Mhm. Aber du wiederum hast es geschafft. Du bist Musiker und lebst davon. Entsprechend dachte ich mir, fragst du dir mal, ob er Lust und Zeit hat, im Podcast zu kommen. Und da habe ich ein bisschen gelesen über dich und habe festgestellt, es gibt tausend Gründe, dich einzuladen, nicht nur, weil du zufällig Musiker bist, sondern weil du über gewisse Dinge, gewisse Formulierungen findest, wo ich Andockungspunkte finde und denke, schade, dass ich das nicht geschrieben habe. Ich hole mal einen Text von deiner Homepage. Okay, ich bin gespannt. Ja, ja. Musik wird von uns als Berührung empfunden. Sie lässt uns tanzen, träumen, lachen und weinen. Ich möchte die Menschen dazu bringen, die Kraft der Musik bewusst dazu bringen, die Menschen, was nochmal? Vielleicht habe ich mich verschrieben. Nee, vielleicht habe ich falsch gedruckt. So. Ich möchte die Menschen dazu bringen, sich der Kraft der Musik bewusst zu werden, einen Augenblick in sie einzutauchen, sich treiben zu lassen. Und das sind so Sätze, da denke ich, da hat mal einer nicht delegiert, der hat selber geschrieben. Das habe ich selber geschrieben. Das schreibt ein Musiker, das schreibt nicht eine Textagentur, das schreibt ein Musiker. Mhm. Und das kann man schöner vorlesen, als ich es gerade getan habe, aber schöner schreiben kann man es auch nicht. Von daher ist es wunderbar und es trifft sehr das Gefühl von, warum ich glaube, Musik funktioniert. Also wenn man deine Musik mag, hört man dir gerne bei der Musik zu, aber wenn man die ausblendet und nur auf die Texte guckt, da findet man trotzdem was, wo man sagt, da gehöre ich mit hin. Mhm. Und entsprechend freue ich mich, dass wir heute ganz viel über kreative Prozesse sprechen können, über deine Platten, über die Art und Weise, wie du über Musik nachdenkst, über Kreativität nachdenkst und lass uns einfach mal treiben. Ich habe mir fest vorgenommen, mich vorzubereiten auf diesen Podcast, habe ich auch getan, aber wie immer, wie das Gespräch läuft, so läuft es halt. Okay, das ist gut, weil ich habe mich gar nicht vorbereitet. Das macht nichts. Ich liebe ja diesen Satz, ich verweigere mich jeglicher Vorbereitung, was natürlich nicht stimmt. Ich meine, du schnappst jetzt eine Gitarre, fängst an zu spielen, nicht weil du nicht vorbereitet bist, sondern weil ich 30, 40 Jahre vorbereitet hast, heute zu spielen. Ja, wahrscheinlich. Deine erste Gitarre bekamst du mit 6. Tatsächlich, ich glaube sogar früher. Also Wikipedia weiß ja alles und da steht drin, du bekamst deine erste Gitarre im Alter von 6 Jahren. Weißt du noch, was für eine das war? Ja, das war so eine dreiviertel Kindergitarre mit Nylonsaiten. Aber tatsächlich habe ich glaube mit 4 meine erste Spielzeuggitarre von meiner Oma bekommen. Das ist jetzt eigentlich wenig unspektakulär, aber das war so, da waren 4 Saiten drauf und diese 4 Saiten haben natürlich nicht wahnsinnig lang gehalten. Ich habe da irgendwie wahnsinnig viel drauf rum und es wurden dann irgendwann 3 Saiten, irgendwann 2, irgendwann war es nur noch eine. Und dann kam der entscheidende Punkt, dann ist die letzte Saite gerissen und ich wusste, dass diese Gitarre im Tabakladen gegenüber im Schaufenster hing. Und da habe ich mein Gespartes aufgemacht und gesehen, da sind 10 Mark drin und habe mir für 10 Mark genau die gleiche Gitarre nochmal gekauft. Und das muss dann wohl der Auslöser für meine Eltern gewesen sein, dass sie gesagt haben, vielleicht kann der Junge eine richtige Gitarre gebrauchen. Es ist eine fast Springsteen-artige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du den Song The Wish kennst von Springsteen. Da erzählt er im Prinzip die Geschichte, wie seine Mutter ihm eine Gitarre geschenkt hat. Mhm. Und ist ganz präzise beschrieben, es ist eine brand new Japanese Guitar. Es war nicht nach dem Motto die große Fender oder die Gibson oder immer, wovon man so träumt, so als junger Musiker, sondern es war halt die Gitarre, die so ins Budget passte und die in dem Ort, wo sie waren, im Schaufenster hing. Und der Moment beschrieben, wie diese besondere Gitarre, die man gemeinsam im Schaufenster gesehen hat, wo das Kind gesagt hat, oh Mama, das wär's doch. Und dann landet die unterm Tannenbaum. Und später reflektiert er dann, was diese Gitarre eigentlich ihm alles gebracht hat. Also was er sich kaufen konnte durch die Gitarre und was die Gitarre noch so in sein Leben gebracht hat. Und diese Dankbarkeit an diesem Moment des Schenkens der ersten Gitarre.
oder was es bedeutet, zum ersten Mal so ein Gerät in den Fingern zu halten. Das finde ich in diesem Song sehr gut ausgedrückt. Ja, das ist dann auch egal, glaube ich, in welcher Preisklasse es ist. Völlig egal. So. Also ich glaube, ich habe bis 21 Gitarren gespielt, die ins Budget passten. Ich habe eine einzige Gitarre, die ist außerhalb des normalen Budgets, eine Takamine, die wiederum erst in mein Leben kam, nachdem meine Oma sich entschieden hatte, mir was zu vererben. Das heißt nicht freiwillig, jetzt bin ich Engländer und darf so einen Humor mit vor mir hertragen. Also sie verstarb und ich wusste, ich muss was tun. Ich brauche etwas, was jetzt nicht wie eine Reise ist, wo man so, das so macht und dann ist es vorbei. Also ich brauche etwas, was mich definitiv überlebt. Und es musste dann die Gitarre sein, von der ich geträumt habe, seit ich 14 war. Es war mir völlig klar. Alle Gitarren davor passten ins Budget, waren irgendwie zusammengespart, wurden von den Eltern geschenkt, hat man bei Brinkmann in Hamburg gekauft. Das waren dann diese Nachbauten, die da immer hingen, aber aussahen wie die guten. Okay. Und auf einmal hieß es dann, es gibt da ein bisschen Geld. Was machst du damit? Es war eigentlich schon nach der Zeit, als ich wirklich dachte, jetzt wärst du ein großer Rockstar, jetzt brauchst du eine gute Gitarre. Aber es war so danach so, komm, das gönnst du dir nochmal. Und ein Freund von mir ist irgendwie 40 geworden und hat seiner Frau gesagt, du, ich wünsche mir eine Gibson-Gitarre, ich möchte eine Les Paul haben. Ich brauche die. Wofür? Dann willst du in der Band spielen? Nein. Aber ich werde 40. So, und hat er diese schöne Gibson zu Hause, hat meinen kleinen Mini-Marshall-Verstärker, der war halt auch nicht größer als ein Aktenkoffer. Aber es gibt sie. Und manchmal gibt es so frühe Träume von Musikinstrumenten, die einen das ganze Leben begleiten. Weißt du noch, wo du das erste Mal gesagt hast, ich denke nicht mehr darüber nach, was das Ding kostet. Es muss diese sein, von der träume ich schon ganz lange. Oder bist du gar nicht so romantisch, was Einzelinstrumente angeht? Das hatte ich tatsächlich noch nie. Das, nee, hatte ich. Sind das Handwerkszeuge für dich einfach nur? Ja, es ist so ein bisschen Gebrauchs. Ist wirklich sehr unromantisch, wenn ich das so sage, merke ich jetzt selber gerade. Aber für mich ist Gitarre wirklich ein Gebrauchsgegenstand. Ich hatte lustigerweise, also ich liebe ja auch Takamine-Gitarren und hatte eine Präsentation für Takamine gespielt. Und hatte zwei, also eine hatte ich mir vom Laden ausgeliehen, wo ich gespielt habe, eine war meine eigene und stellte meine eigene so in Gitarrenständer und sagte dann so, ich möchte übrigens nochmal sagen, dass die Takamine-Gitarren wirklich für einen Live-Gebrauch sehr gut sind und sehr robust sind. In dem Augenblick kippt die wirklich aus dem Ständer um und knallt auf die Bühne und war danach auch noch in Tune. Also das, besser kann man es gar nicht machen, ja. Im Gegensatz zu meiner 12-seitigen, einer Montana-Gitarre, ich musste ablesen, weil ich habe die nicht gekauft wegen des Markennamens, sondern weil sie 12 Seiten hat und ins Budget passte. Es gibt von Takamine auch schöne 12-Seiten. Ja, hatte ich auch in der Hand, aber dann dachte ich, das ist jetzt sozusagen zu viel des Traumes. Okay. Es muss dann doch die 6 Seiten sein. Weißt du eigentlich, wie ein Bassist bis 6 zählt? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh mein Gott, der Mann kennt den Witz. Ich kannte dich nicht, ich habe es wirklich geraten, aber ich dachte irgendwas. Logisch, deduktiv. Ja. Ist wie verkaufe Bass ab 5. Bund wie neu. ja, doch, durchaus. 2 Seiten reichen da übrigens auch. Es gibt ja Bassisten, die machen 2 Seiten ab, weil sie sagen, was soll ich, das habe ich noch nie benutzt, was soll ich damit? Eben. Es gibt übrigens über Gitarristen genug eigene Witze. Mit Sicherheit, ne? Kenne ich gar keinen. Genau, was ist dann eigentlich eine Synkope? Deine 1. So, aber dann ist es aber auch gut.